So, und da sind wir auch wieder. Weiter geht's hier im Raid von Crota. Erstmal ein bisschen Munition sammeln. Es gibt noch eine Möglichkeit, eine Kiste in der nächsten Runde abzustauben. Aber wir haben uns dafür entschieden, die sein zu lassen, weil die Kiste ist... es sind nur zwei Aszendenten-Bruchstücke oder Aszendenten-Energie drin. Nee, Leuchtbruchstücke und Leuchtenergie, so war das genau. Ich frage mich nur, ob es im nächsten Raid auch sowas gibt, auch Energie und Bruchstück. Aber ich glaube ja nicht, da es diese Upgrade-Möglichkeit ja nicht mehr gibt. Also diese Kraft-Upgrades und so, die Verteidigung-Upgrades, die gibt es ja nicht mehr seit Haus der Wölfe. Aber hier gab es sie noch stark vertreten und ich glaube, wir warten auf den Killer. Kann das sein, dass der Killer gerade noch beschäftigt ist? Wir wollen auf jeden Fall los und er... hockt da immer noch auf der anderen Seite der Brücke. Auf jeden Fall, die nächste Phase ist eigentlich gar nicht so knifflig, aber wir haben trotzdem über 20 Minuten gebraucht. Obwohl, nee, nicht mal 20 Minuten. Nee, war doch ganz schnell. Wir haben auch mal gefailt, kann ich jetzt schon sagen. Sorry, aber dass ich jetzt schon wieder Spoiler. Ich soll mal meine Klappe halten. Okay, der Zukunfts-Veneta hat nichts gesagt. Nein, nein. Okay. Wir warten, glaube ich, immer noch. Wenn er nicht bald kommt, schmeiße ich ihn in den Abgrund. Ich schieße ihn schon mal an. Hier, hallo. Du da. Ja, du. Ja. Komm. Put, put, put. Auf jeden Fall gehen wir jetzt los. So. Schießen erstmal diese ganzen Gegner hier. Weg. So. Jetzt kommt auf jeden Fall die Stelle, wo wir nur den Kreischer abschießen müssen. Manche sagen immer, die Tür schließt sich erst, wenn der zweite Kreischer down ist, aber es gibt doch ein Zeitlimit, der schon anfängt, wenn... ja... wenn die Brücke wieder aufgebaut ist und mal rüberläuft, dann fängt es schon an. Denke ich mal. Kreischer kriegt man ganz einfach down. Ein Raketenwerferschuss ist immer eigentlich normal. Immer. Eigentlich musste ich die ganze Action machen, weil ihr seht ja dann bei mir die ganze Action, was man so machen muss. Deswegen muss ich viel zeigen. Bin schon gespannt, was für eine Rolle man bei Oryx machen muss. Oh, der Titan, gute Bubble gesetzt. Und da hat schon jemand kaputt gemacht und ihr seht, die Tür müsste zu sein. Ist auch zu, also nix mit, die geht erst zu, wenn der zweite Crusher down geht oder so. Ist völliger Käse. Die Zeit fängt wirklich schon an, wenn man da... die ganze Zeit, wo wir gewartet haben, ist die Tür schon irgendwann zugegangen. Diese Phase, die jetzt kommt, ist die Hexenphase. Ein Boss, sozusagen. Die Hexe heißt Eyüt. Ist auch kein großes Problem. Das Einzige, was das Problem ist, wir haben nur eine geringe Anzahl an Zeit, um die Hexe zu töten. Oh, wir haben einen Auswahlbus bekommen. Auswahlbus. Warum eigentlich? Ja, der hat leider das DLC nicht, deswegen hat er nicht mitmachen können, so viel ich weiß. Der ist auch Level 29, der hat leider die Voraussetzung nicht geschafft. Aber macht nichts. Ja, eins Voraussetzung, den Triumphbogen und so als... ich habe alles erledigt, ich bekomme alle Secrets, das werdet ihr noch sehen. Ich bekomme auch das Suros Starterpaket, weil ich vorbestellt habe. Darauf freue ich mich schon. Ganzen Suros-Waffen. Ich hoffe, das sind legendäre. So, okay, wir haben uns aufgeteilt. Zwei rechts, zwei links. Also ich gehe rechts mit Killer und links geht dann ja, The Monster mit Dungle Sun.
Ich nenne ihn Daniel-san, weil Daniel halt. Kennt ihr ja bestimmt Mr. Miyagi und Daniel-san aus Karate Kid. So, dann geht das Ganze auch schon los. Über die Ritter einfach springen, ist kein Ding. Ich fand das eigentlich ziemlich, ja, zu viert. Hart. Es ist immer noch... Ups, sorry. Ist immer noch hart. Also ich bin einmal um die Säule rum, weil damit habe ich die Hexe rausgelockt. Da ist noch eine Hexe. Man muss zuerst... Eigentlich, man kann auch die Hexe und den Kreischer, die das töten. Aber erst die Hexe töten, dann kann der Kreisch... dann öffnet der Kreischer erst sein Maul. So, die Hexe ist kein Problem. Ein Jallahornschuss. Und dann den Rest schieße ich so. Ah, da ist sie. Schieße ich sie so platt. Aber nicht lang. So, dann habe ich noch einen Jallahornschuss. Ich habe sogar noch 6. So, dann laufe ich da rein. Diese Seite ist es noch sehr einfach. Kreischer öffnet sich. Ich schieße auf Kreischer. Kreischer geht down. Ich hau ab. Ich sehe schon, Killer, Monster tot. Ah. Aber wir haben alle den Kreischer down. Auf der anderen Seite muss nämlich das gleiche gemacht werden. So, und jetzt habe ich das Problem. Jetzt muss ich hier fast schon allein mit meinen Kollegen hier die ganzen Gegner hier blenden. Kollege rennt natürlich vor, macht hier auf einen auf Berserker. Das hätte ich auch machen sollen. Aber ihr seht schon, der Ritter hier, der will das nicht. Ja, und letzter Hüter. Hüter gefallen. Gleich fängt es auch an zu singen. Da habe ich nur noch eine gewisse Zeit. So, der Ritter auch schnell down. Gut. Oh nein, da sind noch viele. Und jetzt fängt sie an zu singen. Jetzt bin ich unter Zeitdruck. Okay. Wo ist die? Ah, die verdammten Drecksbastarde. Okay, Hexe. Ich gebe nicht auf. Nee, komm. Ich gebe nicht auf. Da seht ihr die Hexe nochmal ganz hässlich. Kriegt auch mehr Schaden, wenn sie... Boah, was ich hier einstecken muss. Na, eigentlich, ich hätte es ja schaffen können. Hätten die anderen mitballern können, ganz ehrlich. Also, die sind einfach viel zu früh leider gestorben. Das ist das Problem auf der anderen Seite. Es ist schwer. Es ist sehr schwer auf der anderen Seite. Aber es kann passieren. Wir sind nur zu viert und, ja. Ich kann immer noch meine Synthese nicht benutzen. Das heißt, ich kann die Hexe nicht töten, oder? Nein, ich habe keine Munition. Warten wir eigentlich jetzt auf jemanden? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber noch eine 5. Nee, wir haben es zu viert gemacht, das weiß ich. Aber wir haben noch ein kleines Stück hier verharrt. Also es ist eigentlich simpel. Ihr habt ja gesehen, wie man es macht. Oder wie man es eher nicht ganz machen sollte. Weil wenn alle sterben, ist ein Problem. Alleine schafft man es nicht auf dem Level. Also auf normal, alleine, kein Problem. Die hätte ich da weggebasht. Die hätte keine Chance gehabt. Besonders, weil ich noch mehr Zeit hätte. Also man hat auf... Oh, ich habe... Da habe ich übrigens den Fehler gemacht und habe auf den geschossen und da bereitet dann die Todsängerin das Lied vor. Ich hatte irgendwie Langeweile. Das war mein Fehler. Das sollte man übrigens auch nicht machen. Einfach die Ritter anschießen, denn dann geht's los. Aber wir sind Profis. Wir können das. Denke ich mal. So. So ein blöder Ritter. Komm, geh weg. Lass mich in Ruhe. Boah, lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Ich komme auch noch drauf. Und die Hexe ist auch schon da. Wunderbar. Und ich habe keine Jallahorn. Ich habe keine Jallahorn. Da habe ich auch erst gesagt, komm, lass uns Munitionsrunde machen. Ich glaube, ich hab die Jallahorn doch eigentlich wieder benutzt. Bin mir sogar ziemlich sicher. Oder wir sterben diesmal wieder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe keine Jallahorn. Das heißt, jemand muss rein. Und zwar der Killer. Obwohl, ich guck gerade nach.
Ah, Jadahorn ist wieder bereit. Okay, dann gehe ich. So, Kreischer down, Kreischer down. Ich gleich auch, ich gleich auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Jetzt. Ich mache mal ein bisschen da die Kleinen da vorne noch ein bisschen. Und oh, die fängt an zu singen. Die fängt an zu singen. Und. Unendlich. Ohne Scheiß. Der hätte eigentlich auf die Hexe gewusst. Ah, ich sehe es gerade. Nee, das hat er später erst gemacht. Nicht gerade, wo ich mich weggeschossen habe, oder? Auf jeden Fall, die Hexe ist tot. Die Hexe ist tot. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Eigentlich müsstet ihr, hättet ihr das sehen müssen, dass die Hexe gerade gestorben ist. Wie die da gerade zerfällt. Das habe ich nicht genau drauf geachtet gerade. Aber wo ich da tot lag, da habe ich gesehen, die Hexe starb. Oh ja. Und jetzt... Die Phase ist noch nicht vorbei. Wenn jetzt alle sterben, müssen wir das Ganze wiederholen. Das ist sehr, sehr kritisch. Aber naja, kann man nichts dran ändern. Das Einzige, was man jetzt noch machen muss, sind die ganzen Ritter mit deren Knarren wegschießen. Nicht die Ritter mit den Schwertern. Die kommen immer wieder nach, aber die Ritter mit den Knarren sind die einzigsten, die man jetzt noch erledigen muss. Und dann ist die ganze Phase vorbei. Das sieht man auch, wenn zum Beispiel ich wiederbelebt werde oder wir Items bekommen und... Ja. Boah, der makellose Raid zu machen, das war vielleicht eine Qual. Übrigens, wenn ich jemals auf dem... wenn ich jemals schaffe, auf dem Dings zu kommen, auf dem... Merkur war das, oder? Also, dann, das zeige ich euch auch. Also, es gibt ja noch eine Möglichkeit, dass man hier, wenn man makellosen Dings macht, makellosen in Osiris, dann kommt man auf die Merkur. Ich werde da noch hinkommen. Auch wenn ich nicht viel mache. Ich bin halt ein schlechter PvP-Spieler. Leider. Also, nicht schlecht. Sagen wir mal Mittelmaß. Mittelmaß ist immer gut. Oh, da Ritter, 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 Ritter. Vorsicht, Vorsicht, Daniel. Daniel hat's erwischt. Der konnte mich... Ja, ich habe ihn, glaube ich, auch gewarnt, aber... Zwei Schläge, das war's. Also man muss schon aufpassen. Die Ritter kommen immer wieder nach, die mit den Schwertern. Und die brauchen wir zwei Schläge, dann ist man weg. Und zu zweit ist es sehr gefährlich, was die beiden da machen. Auf jeden Fall, ich habe... Nichts Gutes aus der Hexenphase bekommen. Drachenatem habe ich bekommen. Aber ich will nicht den Drachenatem. Ich wollte eigentlich den vierten Reiter. Der fehlte mir nämlich noch. Das ist die einzigste exotische Waffe, die mir noch fehlt. Die würde ich euch so gern zeigen. Aber geht nicht. Ich bin halt... ich habe halt nicht alle. Aber ich zeige euch natürlich die zweite Jahr-Varianten von allen Waffen. Bin mal gespannt, welche das sein werden. Ich könnte auch fragen, welche ich mir zuerst holen soll. Ich werde mir auf jeden Fall jedes Rüstungsteil holen, was ich brauche. Und da sieht man's. Ich habe nichts Gutes bekommen, nur Knochenzirkel. Und jemand hat kein Land außerhalb bekommen. So, ab diesem Moment dürfen wir uns wipen gehen. Und auch das ist jetzt das Ende. Diesen Part. Deswegen mit diesem Tod verabschiede ich mich und sag dann, wir sehen uns. Güter gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.